Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Hier bei eurem Lieblings-YouTuber, UX Charlie. Nein, die kann doch nicht so eine Begrüßung. Hau mal ein bisschen mehr Tourette in deine Intros. Das machen alle großen YouTuber. Ja, da fällt mir schon was ein. Moin. Leute, UX Charlie ist... Nee. Oh mein Gott, nein, bitte hör auf. So, jetzt aber mal gleich zu Anfang, weil sich das ziemlich viele Leute von euch gewünscht haben, so ziemlich, glaube ich, keiner. Ich habe oft in den Kommentaren gelesen, dass ihr gerne mal ein cooles Haarstyle-Tutorial von mir sehen wollt und es mindestens 3000 Leute da draußen gibt, die wissen wollen, wie ich meine Haare mache. Dachte ich mal, ich mache mal ein Hairstyle-Tutorial. Solche Videos schaue ich eh gerne auf YouTube. Das ist genau das, was ich auf YouTube sehen möchte. Also fangen wir an. Die totale Grundvoraussetzung, um den gleichen Style wie UX Charlie zu haben, ist natürlich rote Haare zu haben. Wenn ihr diese Grundvoraussetzung schon nicht mitbringt, wird das ziemlich schwer, ein echter Charlie zu werden. Aber alternativ, falls euch der liebe Gott keine roten Haare geschenkt hat. Ist das ein Geschenk? Ich weiß es selber nicht. Erste Alternative wäre natürlich rotes Haarfarbemittel zu kaufen. Und die zweite ist ein super Gadget, was ich wirklich jeden Tag benutze. Und ich bekomme auch kein Geld dafür, dass ich euch das jetzt sage. Also bekomme ich echt nicht. Aber ich war letztens ganz zufällig im Supermarkt und da bin ich ganz zufällig auf diese Dose Effect Energy gestoßen. Und ich dachte mir, wow, das probiere ich direkt mal aus. Und ich kann einfach nur sagen, dass meine roten Haare dadurch ziemlich mehr an Farbe gewonnen haben. Na komm schon her. Seht ihr es schon? Seht ihr es schon? Wenn ihr diese Grundvoraussetzung jetzt geschafft habt, ist es Zeit für den letzten Schritt. Nämlich das alltägliche Styling und die Vorbereitung der Haare. Und ich habe mir im Vorfeld, bevor ich dieses Video hier aufnehme, wirklich mal so eine Hairstyle-Tutorials von großen YouTubern angeguckt. Manche Jungs davon brauchen über 30 Minuten, um sich die Haare zu machen morgens. Ich brauche da mit roten Haaren natürlich ein bisschen länger. Die Erklärung, wie ich das immer mache, ist jetzt vielleicht für die meisten Leute ziemlich kompliziert. Besonders auch noch für Leute, die Monster trinken. Oh, den fick ich kurz. Na, du Huren. Achtung, achtet genau auf diese linke Hand. Fertig, das war's. Ich hoffe mal, das Hairstyle-Tutorial konnte euch ziemlich gut helfen. Falls ihr nach Anwendung des Tutorials irgendwie in der Schule gemobbt werdet, ich bin nicht dran schuld. Falls dieses Video übrigens 200 Likes bekommt, werde ich meine Schuhsammlung zeigen. Das scheint momentan auf YouTube ziemlich wichtig und interessant zu sein. Finde ich natürlich auch. Also falls ihr alle meine Premium-Badelatschen sehen wollt, es liegt in eurer Hand, beziehungsweise an eurem Daumen. Ah, fuck. Aber ich habe noch gerade eben nur ein Video von Nesseps gesehen. Oder Nesseps, Digga, ich weiß echt nicht, wie man dich ausspricht. Und der hat in seinem Video erzählt, dass ein ziemlich großer YouTuber in seinen Videos nicht mal ordentlich reden kann. Und danach habe ich mir Videos von diesem YouTuber angeguckt und es ist wirklich so, ja? Ich kann euch aber einfach mal das Video von dem Jungen verlinken. Der macht auch so Kommentar ist quasi, also wenn euch das interessiert, könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Auf jeden Fall muss dieser YouTuber irgendwie so alle 5 Sekunden, wenn er spricht, nachdenken, was er als nächstes sagen möchte. Also ich meine, ich finde es natürlich komplett in Ordnung, wenn man irgendwie sagt, ja okay, ich kann keine 3 Minuten oder sowas durchreden, fehlerfrei. Viele Leute denken auch, ich könnte ja 5 Minuten die ganze Zeit durchreden, perfekt oder so. Dabei cutte ich das Ganze ja nur. Beziehungsweise ich mache das eigentlich nur, damit so eine gewisse Dynamik in das Video kommt. Der cuttet quasi auch beim Reden, wie gesagt, finde ich überhaupt nicht schlimm, ja? Aber trotzdem redet er dabei nicht flüssig oder so. Ich glaube, ich demonstriere euch das jetzt einfach mal, ja? Ja, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Hier bei eurem UX Charlie und heute spielen wir mal Call of Duty Black Ops 3 und danach mache ich einen coolen und lustigen Prank und beantworte eure Fragen. Wie in jedem Video. Das ist mal wirklich ohne Scheiß, er redet wirklich so. Er stockt einfach bei jedem 5. Wort oder so. Also falls ihr wissen wollt, von wem ich rede, ja, dann müsst ihr euch das Video bei Nesseps angucken. Ich schlauer Fuchs. Folgt mir übrigens auf Instagram. Das passt zwar gar nicht zum Thema, aber ich schieb das jetzt einfach rein. Ich brauche das fürs Ego. Na, worüber ich eigentlich reden wollte. Mein Lieblings-YouTuber hat jetzt endlich die 1 Million Abonnenten erreicht. Er hat sich dann auch in einem ganzen Dankeschön-Track dafür bedankt. Und den pumpe ich wirklich 24/7. Ich meine, es ist ein Free-Tag und ich glaube, er hat ihn auch nicht monetarisiert. Das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Ich meine, auch würde der Typ für solche Sachen Geld verlangen, dann wäre ich wirklich dann. Die Lyrics sind wahrscheinlich auch an ziemlich vielen Nächten Arbeit entstanden. Frag mal Martin, Business is booming. Buddy da da dam, Krabbi, willst du Kuchen? Ich könnte schwören, die habe ich schon mal bei Kollega gehört. Also ich meine, man kann vom Prinzip schon Props geben, dass er die Lyrics selber geschrieben hat, aber für die Lyrics dann eher doch nicht. Ja, Forts. Ich meine, viele Leute im Jahr 2016 lassen sich ihre Abo-Specials einfach von irgendwelchen kleinen Leuten produzieren, lassen die Sachen monetarisieren oder verkaufen die Sachen sogar noch, damit sie Geld machen. Und insofern ist das eigentlich schon fast, ich will es gar nicht aussprechen, ein cooles Abo-Special. Aber dafür ist der Track einfach viel zu peinlich und metrosexuell. Nein. Nein, das war kein gutes Abo-Special. Generell finde ich es eigentlich ziemlich interessant, was YouTube Deutschland gerade so bewegt. Mir werden wirklich Videos empfohlen. Ich habe wirklich sowas von Bock darauf, diese mir anzugucken. Ich weiß nicht genau, was ich Google oder beziehungsweise YouTube getan habe, ja, aber was die mir wirklich empfehlen würden anzugucken, da bin ich wirklich da. Da sind zum Beispiel tausende Videos, die mir empfohlen werden, ob ApoReds Schuhe fake sind oder nicht. Ich meine, sind wir mal ehrlich, ja, wen interessiert es nicht? Hat sich der YouTuber, den ich schaue, ja, die Schuhe, die er gerade trägt, ja, hat er sich die bei einem echten Shop gekauft oder irgendwo anders herstellen lassen? Wirklich, Leute, wen zum Fick juckt das? Wirklich, warum interessieren sich Leute dafür? Ich meine, wo ist der fucking Unterschied? Ob der jetzt da irgendwie 700 bis 900 Euro oder keine Ahnung, wie viel die Dinger kosten, ausgibt? Nur damit die Dinger denn aus der China-Fabrik von Adidas kommen, anstatt aus der China-Fabrik von irgendeinem Fake-Händler, der die für 100 vertickt. Ich meine, ihr findet es vielleicht peinlich, dass der Typ mit Fakes rumrennt, ja? Aber ich finde es peinlich, dass es wirklich Leute gibt, die dafür extra 700 Euro oder sowas ausgeben. Ich meine, wie kann man Videos darüber machen, ob die Schuhe einer Person aus einer anderen Fabrik kommen, als man eigentlich denkt? Ich meine, ich feiere ApoRed kein bisschen. Und
ich finde dieses ganze, oh, tolle Sneaker, super limitiert, Gelaber eh unnötig. Das ist eh das Unnötigste und Metrosexuellste, was es überhaupt gibt. Ich meine, dass es YouTube-Zuschauer im Jahr 2016 gibt, die sich dafür interessieren, ob die Schuhe gefaked sind oder nicht. Wollt ihr mich... Aber das soll es jetzt auch von diesem Video gewesen sein. Digga, warum interessiert das Leute? Wie gesagt, bei 200 Likes auf dieses Video seht ihr meine krasse Schuhsammlung. Ich hoffe, ihr wendet alle das Hairstyle-Tutorial an und schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es gemacht habt. Falls ihr mich auf dem Weg zu 1 Million Charlies begleiten wollt, dann abonniert mich doch einfach. Ansonsten landet ihr nämlich eh in der Hölle. Wer nicht alle meine Bilder auf Instagram geliked hat, ist eh nicht der coolste in der Klasse. Oder hat rote Haare. Auf Instagram mache ich übrigens auch immer coole Posen wie sowas hier zum Beispiel. Das sieht nämlich insgeheim ziemlich ästhetisch und cool aus. Und nicht irgendwie peinlich, fremdschämend und künstlich. Nein. Nee, du bist online und machst kein Video. Ich warte schon seit Ewigkeiten auf ein Video von dir. Na, Pech gehabt. Na, das war's aber wirklich von mir. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und abonniert mich auf Instagram, verdammte Scheiße. Diese Nacht ist jede Sünde weckt. Und im Mondlicht sind wir zwei ungestört. Warte. Ich schau wirklich nicht oft OX Charlie Videos, beziehungsweise gar nicht, beziehungsweise ich hasse sie, ja? Aber Andrea Berg als Outro-Song, Digga. No, no, no. They want me dead or alive. They want me dead or alive. I'm just trying to... Ich mach ein Video. Sorry, dann geh ich wieder. Sehr gut. Fans.